So, liebe Kampfsportfreunde, wir sind noch immer hier bei Hype FC Nr. 2 im Blautalzentrum von Ulm. Neben mir Promoter Sada Karaca. Sada, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem Hammer-Event. Du hast 2007 angefangen und das war schon wirklich die Messlatte sehr, sehr hoch. Und jetzt immer eine Steigerung. Wie erklärst du jetzt dir den Erfolg? Auch gerade wieder heute Abend, volles Haus, 2000 Leute. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist halt immer so, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Man baut und baut und baut und sieht gar nicht eigentlich, was man baut. Ja? Zum Schluss macht man die Augen auf und ist was richtig Geiles dann entstanden. So war das vorhin jetzt, wo die Thais dann Rande runtergelaufen sind, wo ich das in den Bildschirmen gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, leck mich am Arsch, ne? Was hast du da wieder gemacht? Ja? Und für das nächste Mal auch wieder bauen, bauen, bauen und dann mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Ne? Gibt es jetzt so kurz nach der Veranstaltung schon einen Kampf, wo du sagen wirst, Mensch, da hat es mir die Schuhe ausgezogen? Ja, gut, ich meine, ich war so überrascht von dem Event, dass ich mich gar nicht auf die Kämpfe konzentriert habe, ganz ehrlich. Ich habe aber diesmal alle angeschaut, also die Hauptkämpfe. Sonst schaue ich die immer später an oder gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, Alex, sein Kampf war ziemlich hart, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Alex ist super geschlagen. Ne. Marco, sein Kampf, gut, war ein bisschen unglücklich. Kann man jetzt eigentlich gar nichts drüber sagen. Ne. Weid, sein Kampf, der war stark. Ne. Weid auch ziemlich stark verbessert die letzten paar Monate. Ja, dann, was wen haben wir noch? Danjo natürlich. Danjo war der beste Kampf, meine ich jetzt, von den fünf. Ne? Danjo war echt klasse, ne? Gegen den richtigen Baum zu kämpfen, der nicht umfallen wollte. Ja? Ja. Ich glaube, Danjo weiß jetzt, wie man Schnitzel weich klopft, oder? Ja, Danjo weiß auf jeden Fall, wie sich knappe 120 Kilo anfühlt. Ja? Und er hat sich auch bedankt, ne? Für den großen, schweren Gegner bei mir. Ja? Habe ich gesagt, ja, ich wollte mal, dass er ein bisschen arbeiten kann. Ja? Und der letzte Kampf, gut, der war natürlich auch gut, immer plus, minus, immer dieses Hin und Her. Ja? Ja. Und gut, der High-Kick war halt ein bisschen überraschend, aber wie gesagt, geht eigentlich verdient nach Holland. Aber wie gesagt, Charles ist auch ein Top-Athlet, ich denke mal, da kommt auch noch einiges dran. Ja. Gibt es jetzt so kurz nach der Veranstaltung auch irgendwas, wo du sagst, da bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden, weil wenn man dich kennt, dann weiß man, wenn du was machst, dann willst du es richtig machen, dann willst du es perfekt machen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also das war jetzt nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe? Ja, also ich bin ja immer so Thailand gegen Deutschland, 2 gegen 2, das war ein bisschen wenig. Ne? Deswegen haben wir gesagt, also 6. November 2011, kann ich gleich mal jetzt hier annoncieren, machen wir das gleich nochmal hier, aber dann 4 gegen 4, Minimum. Das war so ein Punkt. Und gut, hier vom Ambiente und so weiter, wo vielleicht manche Leute gar nicht mitbekommen haben. Ne? Ja, aber ansonsten war das eigentlich alles klasse. Das heißt, 6. November 2011 wieder hier im Blautalzentrum. Wenn du sagst, mindestens 4 gegen 4, da darf man ja mal vielleicht so ein bisschen träumen, so Richtung Jotzen Clive Fairtex. Kann man da jetzt, ich meine, ist es noch ein Jahr hin, aber kann man Joe vielleicht schon mal ein bisschen so noch einen Ausblick geben, so, an wen du da gedacht hast? Ja gut, man muss halt jetzt schauen, wer eigentlich von Deutschland kämpfen könnte. Ne? Ich bin also jetzt ein Freund, wenn Deutschland kämpft, will ich auch Deutsche haben. Also keine Ausländer, die in Deutschland leben. Würde ich schon gern Deutsche haben. Und gut, da gibt es natürlich gute Namen. Enrico Kehl, Alex Schmidt, ne? Alex Vogel nochmal. Waldemar Vogel oder Marc Vogel wollte ja auch nochmal ein Comeback machen. Vielleicht an den nochmal rein. Ne? Also gibt schon so ein paar gute Jungs, so deutschnamige Jungs. Ne? Jetzt habe ich im Lauf des Abends so ein, ich nenne es jetzt mal ein Gerücht aufgeschnappt. Sada Karaca plant 2011 was Großes in Stuttgart. Ist es nur eine Planung oder kannst du uns da auch schon ein bisschen mehr drüber verraten? Ja gut, ich habe eine kleine Idee gehabt jetzt mal. Also steht aber noch in den Stand. Also ich denke mal, das wird vielleicht 2012 was werden. Ja? Aber jetzt erstmal zählt ein bisschen Urlaub und dann am Januar gleich mal dieses Event planen. Ne? Und dann denke ich mal, dass wir am 6. November schon ein bisschen Besseres ausgehen. Ich glaube eigentlich immer, wenn man denkt, es geht nicht mehr, hast du jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass man die Latte immer noch ein Stückchen höher legen kann. Ich muss sagen, ich war richtig begeistert von diesem Event. Es waren super Kämpfe, absolut klasse Stimmung, von der Lichttechnik angefangen. Es hat definitiv gepasst. Die Leute wie angekündigt, wie Remy Bonjasky waren da, Firat Aslan war da und. Also es waren nicht nur Sprüche, die du jetzt gebracht hast, um vielleicht noch ein paar Tickets loszuwerden, weil die haben sich ja eh von allein verkauft, sage ich jetzt mal fast. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank für diesen Hammer-Event.
Wir werden nächstes Jahr mit definitiver Sicherheit wieder dabei sein, weil bei solchen Spitzenkämpfen, da darf Ground and Pound nicht fehlen. Vielen Dank, Sedar. Danke euch auch. Danke für den Ground and Pound. Ne? Und auch hier mal an alle, die zusehen, vielen Dank an die ganzen Zuschauer hier. Ne? Bis nächstes Jahr. Let's go.